Geht irgendwo ein Licht an, wenn ich gerade was essen will? Grün bei Essen, orange bei Getränken und rot bei unreinen Gedanken. Die Birne brennt alle zwei Wochen durch. Wie geht's deinem Radler? Der Mann pumpte sich eine Luftblase in die Lungenvene. Was die Menschen sich so alles antun. Doping, Vicodin. Hey, du meinst doch nicht etwa mich? Ich versuche nur zu funktionieren. Er will ein paar gelbe Trikots erradeln. Oh. Was ist? Trouble im Paradies auf 2 Uhr. Von dir aus gesehen oder von mir? Da. Sie wirkt absolut glücklich. Vermutlich hat sie diese Zirkusnummer abgesprochen für den Fall, dass du hier sitzt. Sie war unglaublich bissig vor 3 Stunden. Bissig dir gegenüber? Happy mit ihrem Mann? Da kann es für mich nur eine mögliche Erklärung geben. Wenn sie zornig ist, wird sie sarkastisch. Wenn sie genervt ist, ist sie witzig. Doch wenn sie frustriert ist, wird sie bissig. Ja, gut. Soweit kann ich dir folgen. Sie ist furchtbar unglücklich mit Mark, weil er nicht wie ich ist. Also muss ich mich runterputzen, damit ich meine Arbeit nicht machen kann. Und wenn ich meine Arbeit nicht machen kann... Du hast es wirklich, wirklich dringend nötig. Oh, ich bekomme es oft genug. Dafür brauche ich ja von dir die Mäuse. Hey, James. Greg, hast du den Papierkram erledigt? Ich habe ein Geschäft erledigt. Wie bitte? Ich war beschäftigt. Wenn du jemandem das Leben rettest, ist er dir immer was schuldig. Ja, nee, sie ist Stacy. Oh nein. Die würde sie ja wieder verlassen. Und was macht die Genesung? Arbeiten Sie inzwischen schon an den kleinen Muskeln? Entscheidend ist nicht die Größe des Muskels, sondern wie und wo man ihn einsetzt. Mein Gott, ihr seid ja wie Oscar Wilde und Noel Coward in der 3. Klasse. Entschuldigt uns. Wie peinlich war das denn? Was will der hier überhaupt? Er hat doch nur Dienstags- und Freitagsphysio. Mark ist in der Gruppentherapie für Menschen, die an einer Behinderung leiden. Er hat sich überlegt, ob er sich eine Suchtkrankheit zulegt, aber das wäre dumm. Hey, du schon wieder, Alter. Willst du keinen Witz über Mark und seine Therapie reißen? Was ist dazu zu sagen? Er handelt verantwortlich. Der Typ hat es nicht leicht. Du machst mich nervös. Das ist Teil des Prozesses. Man wird zornig und dann wird man... Ja, ich liege gut in der Zeit. Und wann bin ich durch? Das wüsste ich gern, denn ich habe noch einiges zu planen. Ich meine, wann kann ich gefahrlos eine Squash-Party buchen? Wann werde ich aufhören, zornig zu sein? Nicht heute. Ich komme zur Heilung. Dr. Harper, Sie wissen ja, ich habe ein kaputtes Bein. Was Sie aber nicht wissen ist, das macht mir zu schaffen. Ich will darüber reden. Sie kennen Haus. Sie wissen von unserer Vorgeschichte. Sie sagen mir seit Jahren, ich soll mal vorbeikommen. Hier bin ich. Hi, Leute. Ich habe eine Donnerstaggruppe. Pokernacht. Montagmorgen? Buchclub. Na schön, wenn das ein Problem ist, gehe ich meinen Zorn woanders verarbeiten. Warten Sie. Wenn Sie beide Ihre gegenseitige Aggressivität abbauen, würde Ihnen das vielleicht helfen. Ich bin kampfesmüde. Wenn ich jetzt nicht ja sage, bin ich der Arsch. Oh Gott, ja. Das Gefühl kenne ich. Sie kommen wenigstens allein überall hin. Ja, ich weiß. Aber Sie können bald wieder gehen. Sie werden gesund. Sie haben einen Job, betätigen sich produktiv. Und Sie haben eine Frau. Was bedeutet einem mehr? Eine Frau kann auch alles schwerer machen, denke ich. Es geht hier nicht um Stacy. Als mir das passierte, war Stacy großartig. Sie sagte immer, sie hätte keine Eile. Ich habe ihr nie geglaubt. Sie meint es ernst. Ich weiß, aber Stacy sollte nicht warten müssen, oder? Sie leidet darunter, das wissen Sie. Das bedeutet, sie arbeitet viel und holt sich da ihre Befriedigung. Sie hat nicht geheiratet, um Kindermädchen zu spielen. Sie will einen Mann. Wie kann sie nur ein so manipulatives Arschloch wie Sie geliebt haben? Das ist eine interessante Frage. Vielleicht hat sie an uns beiden verschiedene Dinge gereizt. Sie hat sie verlassen. Aber warum war sie mit mir zusammen? Das war ein Fehler. Ja, vielleicht ist es so simpel. Oder sie hat in mir was gesehen, was sie von Ihnen nicht bekommt. Ich bin kein Arsch. Vielleicht will sie einen Arsch, das war schon mal so. Entweder geht er oder ich werde gehen. Das könnte sie so einfach abschalten. Schaffen Sie ihn hier raus! Dr. House, kündigen Sie Ihren Buchclub. Sie kommen am Montag.